Meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrte Gasthörerinnen und Gasthörer, liebe Studierende, ich freue mich außerordentlich heute, ich betone außerordentlich, heute einen der wohl bekanntesten, renommiertesten Wissenschaftler der Bundesrepublik Deutschland, der alten Bonner Republik und auch der neuen Berliner Republik, Hans-Peter Schwarz, Politikwissenschaftler und Zeitgeschichtler, hier ganz herzlich in Hildesheim willkommen zu heißen. Heißen Sie herzlich willkommen. Meine Damen und Herren, in Lörrach, Hebel-Gymnasium, anschließend das Studium, zunächst an der Universität Basel, das lag vor der Haustür, haben wir gerade eben in einem zeitgeschichtlichen Expertengespräch erfahren. Studium der Politikwissenschaft, der Soziologie, der Geschichte und Germanistik, vor allen Dingen an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. Und hier sein Name den älteren Damen und Herren möglicherweise noch geläufig, Arnold Bergstresser, einer der bedeutendsten auch Nachkriegswissenschaftler. 1958 wurde Herr Schwarz bei ihm promoviert zum Thema das Werk Ernst Jüngers als Diagnose unserer Zeit. Und schließlich 1960 Staatsexamen und in weiterer Folge wissenschaftliche Tätigkeiten. Hans-Peter Schwarz wirkte von 1963 drei Jahre bis 1966 zunächst an der Pädagogischen Hochschule in Osnabrück, hier Professor für politische Wissenschaften. 1966 Habilitation ebenfalls bei einer Größe der deutschen Politikwissenschaft, Theodor Eschenburg an der Eberhard-Karls-Universität Tübingen mit einer Studie zur Besatzungszeit. Deutschland im Widerstreit der außenpolitischen Konzeptionen in den Jahren der Besatzungsherrschaft, die Jahre 1945 bis 1949, später erschienen unter dem Titel Vom Reich zur Bundesrepublik. Anschließend eine Reihe von Stationen, die ich hier kurz erwähnen darf. Professor für Politikwissenschaft an der Universität Hamburg, die Nachfolge von Siegfried Landshut. Im Anschluss daran an der Universität zu Köln tätig, wo Herr Schwarz gleichzeitig Direktor des Forschungsinstituts für politische Wissenschaft und europäische Fragen war, auch Dekan der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät, Gastprofessur am St. Anthony's College in Oxford, gleichsam auch, wichtig zu erwähnen, Fellow am Woodrow Wilson International Center for Scholars in Washington D.C. und ganz wichtig, die Nachfolge von Karl Dietrich Bracher für Politikwissenschaft an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. Wer Karl Dietrich Bracher kennt, wird sich nicht wundern, dass Hans-Peter Schwarz sein Nachfolger wurde. Karl Dietrich Bracher steht für ein enges Zusammenspiel, ein enges Zusammenwirken, eine intensive Kombination aus Politikwissenschaft und Zeitgeschichte. Und dafür steht auch ganz eindeutig Hans-Peter Schwarz, mit seinen Forschungsschwerpunkten allerdings nach 1945. Und ich habe 18 eigenständige Schriften gezählt. Ich hoffe, ich habe mich nicht verzählt. Es sind eigenständige Schriften, das heißt Monographien. Das heißt tatsächlich alleine verfasst, alleine sich diese Mühen angetan. Der konservative Anarchist, Politik und Zeitkritik Ernst Jüngers. Das war die Dissertation, die veröffentlicht wurde in Freiburg im Breisgau 1962. Vom Reich zur Bundesrepublik Deutschland, ich habe es schon erwähnt, in der Reihe Politika, herausgegeben von Wilhelm Hennis und Hans Meyer. Wilhelm Hennis, wir haben gerade darüber gesprochen, gebürtiger Hildesheimer und namhafter auch Politikwissenschaftler in der Bundesrepublik Deutschland. Das ist die Habilitationsschrift gewesen. In zweiter erweiterter Auflage dann in Stuttgart 1980 erschienen. Man muss sich nur anschauen, 910 Seiten. Das ist eine Menge, die muss man erst einmal leisten. Zwischenbilanz der KSZE, Stuttgart 1977 und dann die Ära Adenauer, Gründerjahre der Republik 1949 bis 1957, die Ära Adenauer, Epochenwechsel 1957 bis 1963, die Legende von der verpassten Gelegenheit, was haben wir uns darüber auch in Kontroversen auseinandergesetzt über die Stalin-Note vom 10. März 1952. Die gezähmten Deutschen von der Machtversessenheit zur Machtvergessenheit. Und dann unbedingt Marksteine der deutschen Zeitgeschichtsschreibung
die beiden Bände zu Konrad Adenauer. Einmal der Band 1, der Aufstieg, die Jahre 1876 bis 1952, eine interessante Zäsur, die Hans-Peter Schwarz hier gewählt hat, 1986 erschienen, 1021 Seiten. Und dann Adenauer, der Staatsmann, die Jahre 1952 bis 1967, Stuttgart 91, 1091 Seiten. Aber auch die deutsch-französischen Beziehungen, Begegnungen der Seine, deutsche Kanzler in Paris und ganz wichtig, die Zentralmacht Europas, die neue Rolle der Berliner Republik, Deutschlands Rückkehr auf die Weltbühne, 4 Jahre nach der deutschen Einheit in Berlin 1994 erschienen und, das habe ich selbst als Widmungsexemplar erhalten, das Gesicht des Jahrhunderts, Monster, Retter und Mediokritäten, Siedler 1998, 884 Seiten. Ergänzt als Neuauflage das Gesicht des 20. Jahrhunderts. Anmerkung zu Adenauer. Wichtig, Republik ohne Kompass. Erinnern wir uns, dass Altbundeskanzler Helmut Kohl vor einigen Jahren gesagt hat, dieser Republik fehlt der Kompass. Diese Politik von Merkel, sie hat keinen Kompass. Ist das eine Anlehnung an diesen Titel oder eine Referenz? Fragezeichen. Republik ohne Kompass, Anmerkung zur deutschen Außenpolitik. Problem Berlin 2005. Und fantastische Wirklichkeit, das 20. Jahrhundert im Spiegel des Politthrillers, Stuttgart 2006. Und eine dritte große Biografie über einen der wichtigsten, wenn man so will, Medienleute in Deutschland, Axel Springer. Die Biografie, Berlin 2008, 734 Seiten. Und alle guten Dinge sind 3, Helmut Kohl, eine politische Biografie, München 2012, 1052 Seiten. Da kann man sich nur wirklich mit tiefem Respekt verneigen. Herausgeberschaften, Handbuch der deutschen Außenpolitik, die Reden von Konrad Adenauer, eine Bilanz der Bundesrepublik Deutschland nach 60 Jahren, die Fraktion als Machtfaktor, hier geht es um die CDU-CSU-Bundestagsfraktion von 1949 bis heute, das hieß bis 2009, mit Herausgeberschaften, eine ganze Reihe von Werken, die man hier erwähnen muss, nämlich die Editionen, die Editionen Dokumente zur Deutschlandpolitik, die Editionsreihe Akten zur auswärtigen Politik der Bundesrepublik Deutschland, Forschung und Quellen zur Zeitgeschichte und. Es fällt schwer, das alles hier eingehend zu präsentieren und zu würdigen. Die neue Weltpolitik, herausgegeben zusammen mit Karl Kaiser, Weltpolitik im neuen Jahrhundert, wieder gemeinsam mit Karl Kaiser herausgegeben und natürlich die verdienstvolle Tätigkeit von Hans-Peter Schwarz, die Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte in München über viele Jahrzehnte herausgegeben zu haben und damit auch vielen jungen Wissenschaftlern, Nachwuchswissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern auch die Bühne geöffnet zu haben, um ihre wissenschaftlichen Arbeiten zu publizieren. Auszeichnungen in Hülle und Fülle, Verdienstmedaillen, Anerkennungspreise, Konrad Adenauer, Ernst Robert Curtius, das große Bundesverdienstkreuz, Ehrendoktorwürden. Ich darf auch erwähnen, die zahlreichen Mitgliedschaften von Hans-Peter Schwarz, Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik, Vorstandsmitglied im Arnold-Bergstresser-Institut und die Kommission für die Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Parteien, im wissenschaftlichen Beirat des Instituts für Zeitgeschichte, im Beirat der Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Die Deutschen haben ein Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Uns haben wir Deutsches Historisches Museum. Ich schaue da immer mit großem Respekt hin, weil wir in Österreich noch immer bis heute kein Haus der Geschichte der Republik Österreich haben. Das sind alles Dinge, die auch mit den Wirken, den Verdiensten, den großen Einflüssen von Hans-Peter Schwarz sehr viel zu tun haben. Wir freuen uns außerordentlich, lieber Kollege Schwarz, dass Sie den Weg nach Hildesheim gefunden haben und zu uns sprechen werden zu einem Thema, das, denke ich, von großer Aktualität und von großer Brisanz ist, ein Stück Zeitgeschichte und ein Stück Politikwissenschaft, nämlich der Staat im Schatten der Krisen. Und wir haben sehr viele Krisen erlebt die letzten Jahre und Jahrzehnte, aber es geht heute um den Staat im Schatten der Krisen des frühen 21. Jahrhunderts. Wir sind alle sehr gespannt auf Ihre Ausführungen. Herzlich willkommen, Herr Schwarz. Bitte schön. Meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Herr Kollege Gehler, wusste gar nicht, dass ich so viel geschrieben habe und bin immer wieder erschämt, wenn ich höre, wie lang diese Bücher sind, weil ich vielen tüchtigen Leuten damit Zeit nehme, die sie eigentlich für die Arbeit bräuchten. Aber ich kann Ihnen versichern,
Der Vortrag hier, das sind 20 Seiten, also es hält sich im Rahmen. Herzlichen Dank für die freundliche Einleitung. Und nun zum Thema. Seit Jahrzehnten sind die wissenschaftlichen Studien zum Thema Erosion des Staates eine Wachstumsindustrie. Entsprechend groß ist die Zahl der entsprechenden Sammelbände. In einem der jüngst erschienenen finde ich zwei schöne Zitate, die ich meine Überlegungen voranstellen möchte. Beide stammen sie von bekannten Gelehrten. Die Epoche der Staatlichkeit, so der erste, geht jetzt zu Ende. Darüber ist kein Wort mehr zu verlieren. So hat Karl Schmidt im Jahr 1963, also immerhin vor fast 50 Jahren, geschrieben. Demgegenüber hat Wilhelm Hennis, den Sie erwähnt haben, Hildesheimer, der hier geboren und begraben ist, gleichfalls schon in uralten Zeiten und schrieb inzwischen das Jahr 1971 festgestellt, nichts steht der Menschheit weniger bevor als ein Absterben des Staates. Ich gestehe, dass ich die Meinung von Hennis teile, allerdings mit einer Einschränkung. Nimmt man die gesamte globale Staatenwelt in den Blick, dann spricht auch aus heutiger Sicht alles dafür, dass die Staaten im 21. Jahrhundert genauso demolieren werden wie im 20. Jahrhundert, wobei sich die Staatlichkeit je nach den gegebenen Bedingungen verändern wird. Zugleich aber wachsen in manchen Regionen doch die Schatten des Zweifels, ob manche der im 20. Jahrhundert errichteten Neustaaten nicht doch in einer Phase galoppierenden Staatszerfalls eingetreten sein könnten, und das nicht nur in Schwarzafrika. Bekanntlich haben sich auch die sozusagen bereits klassischen Staaten Europas, die das Konzept moderner Staatlichkeit entwickelt und weltweit exportiert haben, auf die Flucht aus der modernen Staatlichkeit begeben. Auf eine Flucht, obschon hier die Voraussetzungen zur Fortführung staatlicher Autonomie viel günstiger sind als in vielen anderen Weltregionen. Ich gliedere somit meinen Vortrag in zwei Abschnitte. Als erstes werde ich einen Aufriss vortragen, der die Überschrift trägt, wie das europäische Staatskonzept entstanden ist und wie es globalisiert wurde. Das Interessante ist ja die Globalisierung dieses Staatskonzepts. Die heutige Krise der Staatlichkeit ist nur verständlich, wenn man zuvor den Globalisierungsprozess des europäischen Staatenmodells skizzenhaft veranschaulicht. In einem zweiten Abschnitt folgt dann eine Analyse der Zerfallsprozesse in der heutigen Staatenwelt des Nahen Ostens, Zentralasiens und Afrikas. Ein dritter Abschnitt, kurz schließlich, fasst die Thesen zusammen. Beim Blick auf die gegenüber zu beobachtenden Staatskrisen darf allerdings nicht vergessen werden, dass zur gleichen Zeit eine große Zahl anderer, moderner, neuer Staaten mit den kritischen Faktoren ethnischer Gegensätze, der globalen Vernetzung, des weltweiten Wettbewerbs und der Modernisierung ganz gut fertig wird. Wir haben also einen Parallelprozess, einerseits Zerfall von Neustaaten, andererseits Erfolge bei der Entwicklung eigener Staatlichkeit. Ausgliedern möchte ich aus den Betrachtungen die EU-Länder, die in den beiden letzten Jahrzehnten erhebliche Hoheitsrechte auf eine supranationale, quasi staatliche Organisation ausgelagert haben, ohne allerdings letztlich auf ihre souveräne Staatlichkeit zu verzichten. Verglichen mit der bescheidenen Integrationspolitik der Jahre 1957 bis 1986 ist das meines Erachtens eher ein Irrweg, der bisher mehr Probleme geschaffen als gelöst hat. Doch, meine Damen und Herren, bekanntlich ist das ein sehr weites Feld,
auf dem sowohl die Politiker wie die Gelehrten höchst uneinig sind. Sodass ich dieses Schlachtfeld heute Abend nicht betreten möchte, vielmehr von außen her einmal die Probleme moderner Staatlichkeit beleuchten will. Desgleichen sei es mir gestattet, die globale Finanzkrise und die Eurokrise mit ihren recht widersprüchlichen Symptomen und Folgen auszusparen. Bekanntlich sind sich die Forscher und die Öffentlichkeit nicht darüber einig, ob sie in Europa das finale Sichtum des souveränen Staates der Neuzeit anzeigen oder ob diese Krisen zu einer Renaissance autonomer Staatlichkeit führen können. Auch dafür wäre ein längerer Abendvortrag erforderlich. Nun aber zur Globalisierung des europäischen Staatskonzepts. Wenige historische Erscheinungsformen sind so gründlich untersucht worden wie die Entstehung des Staats der Neuzeit. Lassen wir es dahingestellt, wie und warum sich die modernen Nationalstaaten seit dem 16. und 17. Jahrhundert im westlichen und im mittelmeerischen Europa, doch auch in Nordeuropa und Osteuropa herausgebildet haben. Ungeachtet der unterschiedlichen Lehrmeinungen stimmen die Forscher doch darin überein, dass das diesbezügliche Völkerrecht und das entsprechende Staatensystem europäische Erfindungen sind. Vor allem bei Blick auf das 18. Jahrhundert, als Frankreich auf dem Kontinent die dominierende Vorbildmacht war, gewinnt man den Eindruck, dass der moderne Staat sozusagen das Gesamtkunstwerk französischer Verwaltungschefs, Juristen, Generale, Festungsbauer und Theoretiker ist, die allesamt dem absolutistischen Monarchen dienten, tatsächlich aber ein Konzept der Staatlichkeit geschaffen haben, das sich mit unterschiedlichen Staatsformen verbinden ließ. Der wichtigste Theoretiker dieses Konzepts war allerdings kein Franzose, vielmehr ein in Neuchâtel geborener, lange Zeit in sächsischen Diensten stehender Weltschweizer, Émeric de Vatel. Sein systematisches Werk Le Droit des Champs erschien 1758, also während des Siebenjährigen Krieges, der zugleich ein französisch-britischer Krieg um die Vorherrschaft in Nordamerika war. Dieses Werk enthält Begriffe und Formeln, die in der späteren Diskussion wie Samenkörner aufgegangen sind und für das Staatsverständnis bis zum heutigen Tag konstitutiv sind. Eines der wichtigsten Stichworte dieses einflussreichen Lehrbuchs ist das vieldeutige Wort Nation. Paragraph 1 der Einleitung lautet: Die Nationen oder Staaten sind politische Körper, Gemeinschaften von Menschen, die sich zusammengeschlossen haben, um mit vereinten Kräften für ihre Wohlfahrt und ihren Nutzen zu sorgen. Der Begriff Nation in Verbindung mit gemeinsamer Arbeit an Wohlfahrt und Nutzen wird bekanntlich zünden. Nation als Synonym für den Staat ist also älter als der romantische Staatsbegriff, der spätestens wie Sie wissen, stark auf gemeinsamer Abstammung, gemeinsamer Sprache, gemeinsamer Volkskultur abgestellt sein wird. Die Theoretiker der Französischen Revolution haben den Begriff Nation dann mit dem Begriff Volkssouveränität verbunden und zugleich nationalistisch aufgeladen. Als französisches Exportprodukt werden danach die Ideen der Volkssouveränität, doch auch die eines vielgestaltigen Nationalismus in Italien, Spanien, im Habsburgerreich, in Deutschland, Belgien, Polen und Russland im 19. Jahrhundert ihren Siegeszug antreten. Dass auch Herder und Hegel und eine ganze Reihe deutscher Theoretiker das mit befrachtet und befruchtet haben, ist bekannt. Genauso faszinierend wirkt Vatel mit der Forderung nach nationaler Selbstbestimmung verbundener Souveränitätsbegriff.
Jede Nation, lesen wir in Paragraph 4, die ohne Abhängigkeit von einem Fremden sich selbst, gleich viel in welcher Form, regiert, ist ein souveräner Staat. Unabhängigkeit also als ein Grundkriterium der Souveränität. Nationalstaatsbegriff sind also von vornherein mit dem Gedanken nationaler Unabhängigkeit und dem Selbstbestimmungsrecht verknüpft, zugleich jedoch sozusagen regimeunabhängig. Doch die Souveränitätsidee hebt nicht allein auf die durchaus egoistische Autonomie des jeweiligen Staates ab, sie verbindet sich, und das ist ganz wichtig, mit der Idee einer universellen Völkerrechtsgemeinschaft. Wenn eine Nation oder ein Staat, so Vattel, durch eigene Autorität und eigene Gesetze sich selbst regiert, habe sie auch das Recht, von der Völkerrechtsgemeinschaft anerkannt und geschützt zu werden. Allerdings sei sie zugleich verpflichtet, dann selbst die Grundsätze einer naturrechtlich verstandenen Völkerrechtsordnung anzuerkennen. Zu den entsprechenden Grundsätzen gehört ein Vattels System der internationalen Beziehungen, nicht zuletzt die Respektierung der genau festgelegten Staatsgrenzen zu anderen Völkerrechtssubjekten. Mit dem Souveränitätsbegriff ist auch die territoriale Hoheit eng verbunden. Die Nation bzw. der Staat hat Vattel in Buch 1, Paragraph 204 statuiert, besitzt das Recht der höchsten Gewalt, aufgrund dessen sie über alles in ihrem Land nach ihrem Willen befiehlt und verfügt. Grenzverlauf und Grenzsicherung müssen präzise festgelegt sein. Der Staat überwacht sie durch Zollstationen, eventuell durch Sperranlagen und Festungen. Fremde Individuen und fremde Staaten sind verpflichtet, die Grenze zu respektieren. Der geringste Eingriff in fremdes Gebiet stelle eine Ungerechtigkeit dar und der Souverän kann das Betreten seines Gebietes verbieten, sei es ganz allgemein jedem Fremden, sei es in bestimmten Fällen gewissen Personen oder für einige besondere Angelegenheiten, und das ist der entscheidende Gesichtspunkt, je nachdem es im Interesse des Staatswohls für richtig gehalten wird. Was jeweils aber im Interesse des Staatswohls dienlich ist, definiert der Staat allerdings unter Beachtung des geltenden Völkerrechts. Bin verzeihung, dass ich das kurz ausführe, aber man muss ja wissen, worüber man spricht, wenn man später von der Krise der Souveränität sprechen will. Wesentliche Elemente auch der heutigen Staatlichkeit gehen also weit auf das 18. Jahrhundert zurück. Dass Vattel sich seinerseits wiederum auf ältere Auffassungen bezieht, die er in ein übersichtliches System gebracht hat, sei wenigstens erwähnt, aber nicht vertieft. Aus der Fülle solcher und anderer Normierungen ist im späten 18., im 19. und im 20. Jahrhundert jenes Konzept moderner Staatlichkeit entstanden, das immer noch in Kraft ist. Auch wenn sich das bei Vattel noch naturrechtlich fundierte Völkerrecht im 20. und frühen 21. Jahrhundert erheblich weiterentwickelt hat. Wir alle kennen die berühmte Trias von Merkmalen, mit denen Verfassungshistoriker und Staatslehrer den sogenannten Staat der Neuzeit von früheren Formen der politischen Organisation abgesetzt haben. Ein moderner Staat, so dieses Modell, weist drei wesentliche Merkmale auf. Er nimmt effektiv die Territorialhoheit über ein abgegrenztes Gebiet wahr. Er besitzt ein Staatsvolk, eine Staatsnation mit besonderer Staatsangehörigkeit, die Rechte und Pflichten verleiht. Der Staatsbürger erfreut sich, wenn er Glück hat, des Schutzes seines Staates. Er partizipiert, so er Glück hat, an dessen Wohlstand, Ansehen und sozialen Maßnahmen, ist aber zugleich der Steuerhoheit seines Staates
unterworfen, muss dessen Strafrecht erdulden, unterliegt der Wehrpflicht und somit der Erwartung, für die Nation Gesundheit und Leben einzusetzen. Gegenüber seinen Staatsbürgern in der Staat der Neuzeit also je nachdem unterschiedliche Gestalten an. Er ist Leviathan oder er ist Nanny State. Er ist Richter, er ist Chancenzuteiler, manchmal ist er auch ein Räuber und ein Schlechter. Sehr wesentlich ist das dritte Merkmal dieser Trias. Der Staat übt nach innen und nach außen eine umfassende Souveränität aus, Ordnungsrecht nach innen, Selbstbestimmungsrecht und Mitsprache bei den internationalen Angelegenheiten nach außen. Diese Souveränität, auch das, ein wesentliches Moment dieses Staatskonzepts, wird von der Staatengesellschaft völkerrechtlich anerkannt. Der Staat hat Bestand kraft eigener Ordnungsgewalt nach innen, er hat aber auf längere Sicht auch nur deshalb Bestand, weil ihn die Staatengesellschaft als souveränes Mitglied anerkannt. Innere und äußere Souveränität hängen somit zusammen und bedingen einander. Soviel zum Konzept des modernen Staates. Wie kommt es nun aber, dass diese zuerst in Westeuropa entwickelten, über den französischen Bereich disseminierten Vorstellungen der Staatengesellschaft sich auf dem gesamten europäischen Kontinent und gleichzeitig dann im Übersee ausgebreitet haben? Es gibt, meine Damen und Herren, könnte man fast sagen, so etwas wie ein Naturgesetz der Ausbreitung und Vermehrung der Staaten der Neuzeit durch Sezession und durch Errichtung von Neustaaten. Der globale Export des europäischen Staatsmodells ist nur deshalb zustande gekommen, weil sich bestimmte Nationen in einer Abfolge revolutionärer Freiheitskämpfe aus der Oberhoheit bereits lange schon bestehender Staaten abgespalten und jeweils einen eigenen Staat gegründet haben. Dieser paradoxe Vorgang hat sich wieder und wieder vollzogen. Ausgerechnet das Zerbrechen der staatlichen Einheit großer Imperien, jedenfalls machtvoller oder schon lange etablierter Staaten, hat die Idee des souveränen Staates und einer unabhängigen Staatsnation gekräftigt und die weltweite Ausdehnung des europäischen Staatsmodells begründet. Ein Beispiel. Der erste Fall, in dem eine außereuropäische Nation aus einem revolutionären Unabhängigkeitskampf entstand, war die Gründung der Vereinigten Staaten von Amerika. Die Unabhängigkeitserklärung von 1776, der Unabhängigkeitskrieg, die Ausarbeitung und Ratifikation der Bundesverfassung von 1787, die folgende Konsolidierung und Expansion, auch der nochmalige Krieg in Großbritannien im Jahr 1812. Sie alle wurden zu einer Art Modellfall für den Export der europäischen Staatsidee. Dieser Vorgang der Staatsbildung ist später wieder und wieder durchexerziert worden. Eine Unabhängigkeitsbewegung, geführt von nationalistischen Eliten, unterstützt von einer Großmacht bzw. von Großmächten, die mit dem Mutterland rivalisieren. Im Fall der amerikanischen Konföderation ist dies Frankreich, übernimmt das europäische Staatsverständnis. Nachdem die revolutionäre Nation mit Waffengewalt die Territorialhoheit an sich gerissen und sehr verteidigt hat, ist die europäische Staatengemeinschaft aus vielen praktischen Gründen, Handelsinteressen, Schutz eigener Staatsbürger und deren Eigentum, Sicherung von Krediten und so weiter, genötigt, den Neustaat völkerrechtlich anzuerkennen und in die Völkerrechtsgemeinschaft aufzunehmen. Es sei übrigens nicht verschwiegen, dass nach einer Mitteilung Benjamin Franklins das Werk Vattels von den Delegierten des Kongresses von Philadelphia ständig konsultiert wurde.
Franklin selbst dankte dem Schweizer Verleger, der ihm 3 Exemplare des Droit de Chant Vattels überliefert hatte mit den Worten: "It came to us in good season, when the circumstances of a rising state make it necessary to frequently consult the law of nations." Derselbe Ideentransfer wie bei Gründung des nordamerikanischen Neustaates vollzieht sich dann erneut in den 20er Jahren des 19. Jahrhunderts. In den Regionen Lateinamerikas, deren Oberschichten von Spanien und Portugal abgefallen sind und eigene Staaten errichten. Sowohl im Fall der USA als auch der lateinamerikanischen Neustaaten stützen sich diese auf Verhaltensmuster, Rechtsordnungen, Wirtschaftsformen und jenseits religiöse Vorstellungen, die über Jahrhunderte hinweg gewachsen waren. Die Grenzen dieser Neustaaten in Lateinamerika waren nicht von Anfang an sakrosankt. Manche dieser Staaten erwiesen sich expansiv, neigten zu Militarismus und Banditentum, führten Grenzkriege und waren alles nur nicht politisch stabil. Doch die Staatlichkeit nach dem europäischen Modell blieb erhalten. Europa seinerseits hat diese neue Staatengruppe wohl oder übel in die Staatengemeinschaft aufgenommen und über die Jahrzehnte hinweg haben sich die lateinamerikanischen Staaten konsolidiert, wenigstens die meisten Ukraine. Das eben erwähnte Naturgesetz der Vermehrung der Schaden der Neuzeit durch Separation, also durch Abfall und Errichtung von Neustaaten, hat im 19. Jahrhundert Europa selbst erfasst. 1830 konstituierten die Belgier nach revolutionärer, durchaus gewaltsamer Loslösung von den Niederlanden eigene Staatlichkeit. Auf dem Balkan entstehen das ganze Jahrhundert hindurch Neustaaten durch kriegerische Loslösung vom Osmanischen Reich, Griechenland, Rumänien, Bulgarien, Serbien, Montenegro. Italien wird zum Nationalstaat in einer Abfolge revolutionären und kriegerischen Aufbäumens gegen das Habsburgerreich, jetzt wieder mit Unterstützung einer benachbarten Großmacht, nämlich Frankreich, Napoleons III. Wie im Unabhängigkeitskrieg der USA spielen dabei auch externe Großmächte, das gilt auch für den Balkan, eine wesentliche Rolle. Generell mischen bei der Errichtung von Neustaaten die bereits etablierten Großmächte oft auch kleinere Nachbarstaaten mit, sei es, indem sie die Errichtung eines neuen Staates behindern, sei es unterstützen. Selten geht es dabei ohne Kriege, Bürgerkriege oder kurzfristige Gewaltanwendung ab. Vergleichsweise selten ist eine weitgehend gewaltfreie Staatsbildung, wie im Fall Norwegens, das 1905 seine Unabhängigkeit von Schweden friedlich erringt. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts, also noch vor den Erschütterungen des Ersten Weltkrieges, hatte sich das europäische Staatsmodell auf 2 Kontinenten weitgehend durchgesetzt. In Europa selbst sowie in der neuen Welt, also in Nordamerika und Lateinamerika. Doch auch schon im fernen Osten hatte sich Japan für die Amalgamierung des europäischen Modells mit der eigenen Kultur entschieden. Im 20. Jahrhundert vollziehen sich dann 3 weitere große Wellenbewegungen, in denen sich das eben skizzierte Naturgesetz der Separation von Nationen und der Errichtung von Neustaaten nach dem europäischen Modell auswirkt. Die erste dieser Neugründungswellen bricht nach dem Zweiten Weltkrieg herein. Der fast gleichzeitige Zusammenbruch des Zarenreiches, des Habsburgerreichs und des Osmanischen Reichs führt zur Errichtung von Neustaaten, die heute allesamt Teil des europäischen Staatensystems sind. Finnland, Estland, Lettland, Litauen, Polen, die Tschechoslowakei, die 1992 übrigens friedlich geteilt wird,
Österreich, Ungarn, Slowenien, Kroatien. Auch Irland wird 1922 unabhängig, wenn auch noch unter der britischen Krone. Im Nahen Osten entsteht die republikanische Türkei. Ansonsten aber wird die Entstehung souveräner Staaten aus der Zerfallsmasse des Osmanischen Reiches gebremst. Syrien, der Libanon, Jordanien, der Irak, Kuwait werden als französische oder britische Mandate zu einer Art Proto-Staaten, ohne eigene Souveränität, aber schon mit vielen Attributen moderner Staatlichkeit. In den nach dem Ersten Weltkrieg entstehenden Neustaaten sind die Grenzen meistenteils umstritten. Die Minderheitenrechte sind größtenteils defizitär. In der Regel erklärt sich eine nationalistische Volksgruppe zur Staatsnation, zeigt aber wenig Respekt vor dem Lebensrecht anderer, schwächerer Volksgruppen, die auf dem gleichen Territorium wohnen. Somit werden diese Neustaaten von Anfang an mit Problemen belastet, die manche davon bis zum heutigen Tag mit sich schleppen. Schwere Belastungen der Staatlichkeit, die gleich im Kontext des heutigen Staatszerfalls im Nahen und Mittleren Osten zu erörtern sein werden, lassen sich vielfach bis in die Phase der Staatsgründung nach dem Ersten Weltkrieg zurückverfolgen. Man sollte allerdings nicht ganz vergessen, dass auch die schon früher etablierten Nationalstaaten Europas vielfach 50, 100 oder noch viel mehr Jahre gebraucht haben, bis sie ein kulturell einigermaßen homogenes Staatsvolk hervorgebracht hatten und bis die durch Minoritätenprobleme hervorgerufenen Grenzstreitigkeiten mit den Nachbarn Vergangenheit waren. Man darf auch den Preis nicht verschweigen, den das gekostet hat. Schikanen und Diskriminierung gegenüber religiösen oder ethnischen Minderheiten, Kulturkampf, autoritäre Zwangsgewalt, Kriege, Bürgerkriege, Zwangsumsiedlungen, Austreibungen. Hat etwa der entstehende französische Nationalstaat die Hugenotten fair behandelt, der Deutsche die Polen oder die französischsprachigen Lothringer, das imperiale England die Iren, der belgische Staat die Flamen? Musste die Gründung des Deutschen Reiches oder des Königreichs Italien nicht mit blutigen Kriegen bezahlt werden? Hat es nicht sehr lange gedauert und viel Unfrieden verursacht, bis zwischen Deutschland und Frankreich die staatliche Zugehörigkeit der kulturellen Minderheit der Elsässer entschieden war, wobei letztlich das Kriegsglück jeweils den Ausschlag gab? Ist es nicht so, dass die Südtirol-Frage trotz erstaunlicher Fortschritte in Italien bis heute noch schwebt? Und war die blutige Geschichte der Balkanstaaten, die im 19. Jahrhundert begann und die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts dort vielfach zur Hölle machte, mit einem üblen Nachspiel in den Jahren 1991 bis 2000, nicht auch eine direkte Folge der Staatsgründung nach dem europäischen Modell? Solche Hinweise, meine Damen und Herren, müssen schon in diesem Teil unserer Betrachtung aufgeworfen werden, weil dabei in Europa, der Wiege des Staates der Neuzeit, manches von dem vorweggenommen worden ist, was wir bis heute im Nahen Osten als Staatszerfall beobachten. Denn noch künstlicher als die in Europa nach dem Ersten Weltkrieg errichteten Staaten waren die nicht voll souveränen, aber doch mit Merkmalen der Staatlichkeit errichteten Staaten im Nahen Osten. Syrien beispielsweise war ein multireligiöses Staatsgebilde, anfangs nur durch die Kolonialmacht Frankreich und nach der Dekolonisierung 1945 durch diktatorische Parteien und durch die Armee zusammengehalten bis zum Jahr 2011. Der benachbarte Libanon war der Musterfall eines multiethnischen und multireligiösen Staatsgebildes,
nach Errichtung der Unabhängigkeit zwischen 1945 und 1975 von den Politologen aus aller Herren Länder als Vorbild einer Konkordanzdemokratie gerühmt, seither aber von den üblichen Spannungen eines Staates zerrissen, der keine ethnisch und religiös homogene Staatsnation besitzt und der sich aus den Händeleien seiner übermütigen Nachbarn nicht befreien kann. So könnte man die meisten dieser Länder der ersten Gründungswelle von Neustaaten nach dem Ersten Weltkrieg durchdeklinieren. Überall führen die Konflikte und Bruchlinien bis in unsere Gegenwart hinein. Sie alle wurden zu Staaten, mehr oder weniger nach dem Modell des europäischen Staates der Neuzeit, waren aber im Innern inhomogen und entsprechend politisch instabil. Die zweite große Welle der Gründung von Neustaaten, diesmal im globalen Rahmen, erfolgt dann in den drei Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg, vor allem durch die Dekolonisierung, die Mitte der 70er Jahre weitgehend abgeschlossen ist. Asiatische Großmächte, China, Indien, Pakistan, Iran, gliedern sich jetzt ebenso nach dem klassischen europäischen Staatsmodell in die Staatengesellschaft ein, wie die mittelgroßen und kleineren Staaten im Fernen Osten, im pazifischen Raum, im Nahen und Mittleren Osten, im Mittelmeerraum und in Schwarzafrika. Die Vereinten Nationen beginnen 1945 mit 51 Mitgliedstaaten, 1950 sind es 60, 1960 bereits 99, 1980 154. Bei dieser zweiten Gründungswelle potenzierte sich die Problematik der Verpflanzung des europäischen Staatsmodells auf die Länder in Übersee. Einige der neuen Staaten stabilisieren sich, in erster Linie Indien, dank dem in der Verfassung verankerten religiösen Toleranzgebot, dank tief verwurzelter kultureller Gemeinsamkeiten bei der Völkermehrheit, aber ebenso dank einer säkularen, staatsfähigen, in der britischen Kultur sozialisierten politischen und administrativen Führungsschicht, dabei nicht zu vergessen die von britischen Offizieren ursprünglich gedrillten Streitkräfte. Überhaupt sind es anfangs vielerorts die Streitkräfte, die nach einer meist chaotischen Übergangsphase unter ideologisch und klientelistisch zerstrittenen Parteien die neuen Staaten mühsam zusammenhalten, so in Indonesien, in Pakistan, in Syrien und in Ägypten. Wie entscheidend brutaler Zwang vielfach bei der Herstellung staatlicher Autorität ist, zeigt die Konsolidierung der Volksrepublik China nach Jahrzehnten des Verfalls und der Bürgerkriege. Überhaupt konsolidieren sich viele dieser Staaten anfangs nur unter autoritärer Führung, seien das die Führungen von Staatsparteien wie in Südkorea, in Singapur, in Libyen, in Tunesien, in Algerien, seien es Monarchien wie im Irak, im Iran, in Saudi-Arabien, in Jordanien oder in den Scheichtümern am Golf. Erst nach einer gewissen Konsolidierung in autoritären Systemen schlägt dann wieder oder auch erstmals die Stunde pluralistischer Demokratien, so in Korea, in Indonesien oder in Malaya. Am offenkundigsten manifestieren sich die Defizite moderner Staatlichkeit in den hastig dekolonisierten Republiken Schwarzafrikas. Manche dieser Neustaaten sind offenkundig nur Parodien des europäischen Staatsmodells. Ihre Geburtshelfer waren und sind ethnische und religiöse Inhomogenität, ihre Geburtsfehler, unmittelbar umstrittene, von der Kolonialverwaltung auf dem Reißbrett entlang natürlicher Barrieren, Flüssen, Gebirgen oder einfach von Breiten und Längengraden gezogene Grenzen ohne Berücksichtigung der Zusammengehörigkeit grenzübergreifend wohnender Stämme. Anstelle einer Staatsnation verfügen viele dieser Republiken von Anfang an nur über nationalistische Cliquen ihrer antikolonialistischen Befreiungsbewegungen,
die in dieser oder jener Volksgruppe ihre wichtigste Machtbasis besitzen. Statt halbwegs zuverlässiger Territorialhoheit werden viele dieser Staaten durchgehend oder wenigstens periodisch von Stammeskriegen, von Religionskriegen und von Bandenkriegen erschüttert. Dies alles kompliziert und fast unlösbar gemacht durch offene, schwer oder überhaupt nicht kontrollierbare Grenzen. Selbst die äußere Souveränität bleibt vielfach weitgehend fiktiv. In vielen frankophonen Neustaaten Afrikas führte die einzige Kolonialmacht Frankreich jahrzehntelang, in Senegal, in Mali, in der Zentralafrikanischen Republik, bis zum heutigen Tag Interventionen zur Installierung oder Unterstützung genehmer Machthaber und zur Sicherung ihrer Wirtschaftsinteressen durch. Dennoch, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, war und ist die Staatengesellschaft, nachdem die Mandatssysteme unhaltbar geworden waren, aus praktischen Gründen bereit gewesen, diese defizitären Staaten wie echte Staaten nach dem europäischen Modell des modernen Staates zu akzeptieren. Denn die Frage ist berechtigt, hätte es überhaupt eine völkerrechtlich durchsetzbare Alternative zur Scheinsouveränität gegeben, nachdem das einzige Mandatssystem als eine Form des Kolonialismus desavouiert war. Gewiss, es gab in bestimmten Ländern Fortschritte auf dem Weg zu verfassungsstaatlicher, pluralistischer Ordnung, zur Entwicklung eines stammes- und religionsübergreifenden Nationalbewusstseins, wenigstens bei der dominierenden Ethnie, und zur Kontrolle des Territoriums durch eine zentrale Staatsgewalt. Zeitweilig galten Tansania, Kenia, Namibia oder Senegal als Vorbildbeispiele. Dennoch bestanden bezüglich einer ganzen Reihe der Neustaaten in Afrika schon im letzten Jahrzehnt oder in den letzten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts Zweifel an ihrer staatlichen Lebensfähigkeit. Durch diesen Zweifel durfte kein Raum gegeben werden und eine gewaltfreie Neuordnung wäre auch mit wenigen Ausnahmen praktisch und nur führbar gewesen. Das Festhalten an einer manchmal zur fiktionalen Souveränität hat sich als Bestandsgarantie ausgewirkt. Nun aber zur dritten und bisher letzten Welle der Gründung von Neustaaten. Sie erfolgt beim Zusammenbruch der Sowjetunion und der Kommunistischen Föderation Jugoslawien. Nun gewinnen eine Reihe zuvor unterdrückter Nationen wieder ihre Unabhängigkeit zurück und können ihre zwangsweise in die Sowjetunion inkorporierten Nationalstaaten neu aufbauen. Die baltischen Nationen, Slowenien, Kroatien. Auch im Kaukasus, in Zentralasien und im Fernen Osten errichten die dortigen zuvor kommunistischen Machthaber aus der jeweils dominierenden Staatsnation eigene souveräne Staaten. Nach dieser bisher letzten Neugründungswelle gehören der UN heute, wenn ich recht gezählt habe, 199 souveräne Staaten an. Sie alle pochen auf das Prinzip der Souveränität, der Territorialhoheit und auf das Recht ihrer Staatsbürger, gleich ob diese dem Staatsverband angehören möchten oder nicht, der eigenen Staatsgewalt zu unterwerfen, nicht zuletzt aber externen, global operierenden Unternehmungen Handelskonzessionen und Schürfrechte zu gewähren. Gegen Ende des 20. Jahrhunderts war jedenfalls ein System von an die 200 souveränen Staaten etabliert und es hatte den Anschein, als sei der Prozess der Globalisierung des ursprünglich europäischen, seit langem schon atlantischen Staatsmodells der Neuzeit im System der Vereinten Nationen zu einem gewissen Abschluss gekommen. Wenn man den globalen Siegeszug des europäischen Staatsmodells registriert, muss man aber einen Hauptpunkt hervorheben. Die in der Trias genannten Merkmale eines modernen Staates und sehr formal formuliert Begriffe wie Territorialhoheit, Staatsvolk und Souveränität erfassen die empirische Wirklichkeit des jeweiligen Staates
nur sehr unpräzise. Eine phänomenologische Beobachtung lässt viele weitere Komponenten erkennen, die zusammengenommen erst das Profil eines gegebenen Staates ausmachen. Genannt seien nur ein paar der wichtigeren Elemente, als das sind das politische System, die Wirtschaftsordnung, die Rolle der Streitkräfte, die ethnische Zusammensetzung des Staatsvolks, seine religiöse, zivilreligiöse Orientierung, der Entwicklungsstand, die Modernität, die Technisierung, die Integration in die Weltwirtschaft und in die vorherrschende Weltzivilisation, die politische Kultur, die Stabilität. Noch ein weiterer Hinweis ist am Platz. Der Staat der Neuzeit ist keine geschlossene Monade, sieht sich vielmehr zahllosen Einflüssen aus dem internationalen Bereich ausgesetzt. Es sind nicht allein die Regierungen anderer Staaten, auf deren Handeln er zu reagieren hat und das er beeinflussen möchte. Genauso wichtig sind international operierende Unternehmungen, Banken, Versicherungen, die potenziell Entwicklung generieren, vielfach aber auch im Zusammenspiel mit einheimischen Kleptokraten, wie das Kunstwort heißt, das Land ausbeuten. Der jeweilige Neustaat muss sich jedenfalls für Investitionen öffnen und versucht mit Nachdruck, dies in seine Territorien zu leisten. Und der jeweilige Staat ist zugleich dem Einfluss von Individuen und Kollektiven ausgesetzt, die einwandern und auf seinem Territorium mehr oder weniger unbehindert tätig sind, die ihn nützen, ihn befruchten oder ihn schädigen. Politisch Verfolgte, Wirtschaftsflüchtlinge, Künstler, Missionare externer Religionen, kriminelle Berufsrevolutionäre, intellektuelle Militärexperten, Wissenschaftler und so weiter und so weiter. Mit all denen haben sich die mehr oder weniger großen, starken oder schwachen Staaten auseinanderzusetzen. Ein Staat kann das grenzüberschreitende Zusammenwirken ethnischer oder religiöser Großgruppen nur schwerlich eindämmen, auch wenn er darum bemüht ist. Solange die Presse das Leitmedium war, ließ sich ihr Einfluss erforderlicherweise durch Grenzkontrolle verhindern. Man beschlagnahmte einfach eingeführte Zeitungen. Der Informationstransport durchs Radio, durchs Fernsehen und heute das Internet lässt sich kaum mehr verhindern. Selbst die stark abgeriegelte kommunistische Polizei und Zentralverwaltungssysteme des Ostblocks konnten sich dem nicht völlig entziehen. Wer also die äußeren Einflüsse aus der bewegten, komplizierten, sich ständig verändernden internationalen System ausblendet, kann die Entwicklung der jeweiligen Staaten nicht zutreffend verstehen. Das gilt schon für die Entstehung des Staates der Neuzeit im einzigen Europa und es gilt für alle Neustaaten. Tatsache ist und bleibt jedoch, so groß auch die Unterschiede zwischen den Staaten im Einzelnen sind und so stark der Druck von außen ist, sich zu öffnen, so dauerhaft ist doch das Bestreben in großen Teilen der Staatenwelt, die internationale Ordnung auf die Territorialhoheit, auf die Selbstbestimmung einer wie auch immer definierten Staatsnation und auf die Souveränität nach außen und innen zu gründen. Aufs Große und Ganze gesehen weisen die Staaten des 19., des 20. und des frühen 21. Jahrhunderts jedenfalls eine bemerkenswerte Dauerhaftigkeit auf, sobald sie erst einmal etabliert und von der Staatenwelt anerkannt sind. Es gibt Ausnahmen, etwa dass die UN die Aufteilung des Sudans akzeptiert hat, seltene Ausnahme, wie das praktisch funktionieren wird in den nächsten Jahren, weiß man noch nicht. Tatsache ist jedenfalls, die Regime mögen wechseln, Grenzen mögen da oder dort nach Kriegen oder sonstigen gewaltsamen Eingriffen verschoben werden, die äußere Souveränität mag eingeschränkt werden, doch der Staat als solcher hat meistens
Bestand. Manche der Neustaaten hatten eine lange kulturelle, wirtschaftliche, verwaltungsmäßige Vorgeschichte als abhängige Territorien unter fremder Souveränität. Man denke etwa an Ägypten im 19. und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts oder Tunesien, Marokko, Siam, das heutige Thailand oder die Philippinen oder Kenia. Und nach grundlegenden Umwälzungen tauchen dank des Freiheitswillens der unterdrückten Nationen urplötzlich wieder auf. Korea 1945, das von Japan unterdrückt war zuvor. Polen 1919 und nach dem Untergang im Jahre 1939 erneut 1945. Die baltischen Staaten im Jahr 1991, Kroatien und Slowenien gleichfalls 1991. Genug damit, meine Herren und Damen. Wir sollten uns jedenfalls in Erinnerung rufen, dass gewisse grundlegende Strukturen der heutigen Staaten häufig über die Jahrhunderte hinweg zurückreichen und weithin oft auch dann noch in Kraft sind, wenn sich die positive Völkerrechtslage verändert hat. Zugleich aber ist die heutige Staatenwelt in vielen Regionen ganz unübersehbar mit Geburtsfehlern belastet, für die sich seit Jahrzehnten der Begriff Staatszerfall eingebürgert hat. Damit bin ich beim zweiten Abschnitt des Durchgangs angelegt, der ganz kurz ausfallen kann, denn das Wesentliche zum Verständnis der heutigen Probleme, die wir alle für ganz neu und ganz unlösbar halten, ist eigentlich schon gesagt. Zu fragen ist hier, ob die Staatenwelt seit der Wende vom 2. zum 3. Jahrtausend in eine Phase beschleunigter Verfallsprozesse eingetreten ist. Beobachten wir eine Zunahme der Failed States? Natürlich beobachten wir sie. Haben sich im Nahen und Mittleren Osten nicht fundamentalistische Organisationen aufgemacht, die entschlossen sind, die 1919 bis 1922 von den Kolonialmächten Frankreich und England etablierten Staaten aufzulösen? Natürlich beobachten wir das. Steht den oppositionellen Regimegegnern, die in jedem Staat in mehr oder weniger großer Zahl mit mehr oder weniger großer moralischer Berechtigung aufbegehren, mit dem Internet nicht ein neuartiges Mobilisierungs- und Propaganda-Instrument zur Verfügung, das den jeweiligen Machthabern, sie mögen gut oder schlecht oder halb gut oder halb schlecht sein, die Ausübung der inneren Souveränität erschwert oder unmöglich macht? Führt die Ausbreitung einer universellen westlichen Einheitskultur mit stark kapitalistischen, hedonistischen, individualistischen und säkularen Zügen nicht fast zwangsläufig in vielen Staaten zu einem kulturellen Aufbegehren einheimischer Bevölkerungen mit anderen religiösen Überzeugungen, anderen Interessen, die ohnehin nur unvollkommene etablierte Staatlichkeit erodieren lässt? Und finden sich nicht auch in den westlichen Demokratien hinlänglich viele Politologen, Völkerrechtler, Menschenrechtsaktivisten, Parteien und NGOs, denen das System autonomer Staaten aus philosophischen und theologischen Gründen missfällt und ihre jeweiligen Theorien globaler Steuerung, globaler Durchsetzung dessen, was sie für gerecht und menschenwürdig halten, selbst gegen den Widerstand der etablierten Staaten durchsetzen möchten? Schafft nicht auch die Globalisierung des Handels, der Produktion, des Kapitals, der Naturwissenschaft und der Technologie Bedingungen, die vielerorts zur Erosion der Staatlichkeit führen? Natürlich, möchte man sagen. So lässt sich vergleichsweise allgemein fragen. Doch die beunruhigenden Fragen lassen sich doch auch mit Blick auf bestimmte Staaten spezifizieren. Sind die Zerfallsprozesse der Staatlichkeit in den Krisenwogen von Libyen über Syrien und den Libanon bis zum Irak, Pakistan und Afghanistan
die wir jeden Abend im Fernsehen betrachten können, nicht doch auch ein neues Phänomen, das auf eine partielle Radikalisierung islamischer Glaubensüberzeugung zurückgeht und weitreichende Veränderungen ankündigt? Man braucht nicht zu fragen, sondern man kennt im Grunde schon die Antworten. Trete nicht auch in der afrikanischen Staatenwelt, im Sudan, im Tschad, in Mali, in Nigeria, in Somalia und Kenia, alles Länder, die wir in den letzten zwei Jahrzehnten sehr viel besser kennengelernt haben, sei es durch eigene Reisen, sei es mit Blick auf das Fernsehen, treten nicht auch dort neue Zerfallsprozesse aus, die über die seit langem bekannten internen inneren Erschütterungen in Schwarzafrika zurückgehen. Natürlich tun sie das. Lassen Sie mich dazu nur drei Feststellungen treffen, bevor ich zur Zusammenfassung komme. Erstens sollte man die Aufmerksamkeit nicht nur auf die neuen Kräfte und Konflikte konzentrieren. Tatsache ist und bleibt, dass die Konsolidierung von Neustaaten Zeit braucht. Viel, viel Zeit. Der Rückblick, den ich eben mit einigem Bedacht vergleichsweise ausführlich gehalten habe, mag das verdeutlichen. Innere Erschütterungen, Kriege und Unterdrückung sind Begleiterscheinungen fast eines jeden Prozesses, in dem Neustaaten entstehen. Und die Erschütterungen haben, ich sagte das schon vielfach, Jahrzehnte gedauert, wenn nicht gar ein Jahrhundert und noch länger. Die bisweilen hilfreiche, häufig aber auch ruinöse Einwirkung imperialistischer Großmächte ist gleichfalls eher die Regel als die Ausnahme. Die Aktivitäten der russischen Großmacht in Georgien und in der Ukraine und die der eben erst gescheiterten amerikanischen Großmacht in Afghanistan und im Irak sind nicht mehr als ein Déjà-vu aus früheren Zeiten. Deshalb kann man die erschreckten Ausrufe von Regierungen, Politikern oder Publizisten, das ist ja ein Rückfall in längst überholte Außenpolitik nach Art des 19. oder des schlimmen 20. Jahrhunderts, nur mit mildem Lächeln quittieren. Nichts, wirklich nichts, außer der beträchtlichen menschlichen Fähigkeit, sich Illusionen zu machen, hatte zur Erwartung berechtigt, dass die Machtpolitik bestimmter Großmächte oder auch von aggressiven kleineren Staaten im 21. Jahrhundert prinzipiell anders sein würde als im 20. oder im 19. Jahrhundert. Realistischerweise ist zu konstatieren, dass der Prozess globaler Konsolidierung von Neustaaten eben noch in vollem Gange ist, während in Europa vielfach doch einen gewissen Abschluss gefunden hat, im Gange ist und längst noch nicht abgeschlossen. Eine zweite Feststellung mag ähnlich ernüchternd wirken. Die Konsolidierung von Neustaaten ist meist nicht in den Formen pluralistischer, perfekt demokratischer Verfassungsstaaten erfolgt. Vielfach entstand, ich sagte das schon, ein gekräftigtes Nationalbewusstsein, auch erst als Folge von Kriegen oder wie im Fall der USA eines entsetzlichen Bürgerkrieges Mitte des 19. Jahrhunderts. Das gilt genauso für die europäischen Großmächte England, Spanien, Frankreich und Deutschland. Doch bei Blick auf die Beruhigung und Konsolidierung der erst nach dem Ersten und nach dem Zweiten Weltkrieg erretteten Neustaaten muss man leider bemerken, dass ziemlich abscheuliche kommunistische Diktaturen auf dem Balkan und Ostmitteleuropa, autokratische Diktaturen im Mittelmeerraum mit nicht durchweg erfreulichen Gestalten wie Nasser oder Mubarak in Indien oder Assad in Syrien oder Gaddafi in Libyen oder Saddam Hussein und dessen Vorgänger im Irak oder den Militärdiktaturen in Pakistan zu einer gewissen Konsolidierung doch einen Beitrag geleistet haben mit einem großen Preis, den ihre innenpolitischen Gegner zu bezahlen haben. Wer aus dem Wald kommt, so sagt man, ist immer klüger. Aus heutiger Sicht sind die westlichen Interventionen im Irak zum Sturz Saddam Husseins, in Libyen zum Sturz Gaddafis und die Ermutigung der Aufständischen gegen den Assad-Clan verhängnisvolle Fehler gewesen,
die in der Tat zur chaotischen Auflösung dieser nur durch Zwangsgewalt konsolidierten Neustaaten geführt haben. Ob in der nach 1919 künstlich geschaffenen Staatenwelt im Nahen und Mittleren Osten so etwas wie ein islamistisches Sultanat entstehen oder sich halten könnte, was aus Syrien und was aus dem Irak wird, darüber lässt sich nur spekulieren. Wenn es dennoch wohl noch lange Zeit dauern wird, bis einige dieser in internationalisierten Bürgerkriegen zerfallenen Staaten völkerrechtlich aufgelöst werden, etwa zur Errichtung eines Kurdenstaates, dann deshalb, weil die Staatengesellschaft als Ganze allen Grenzveränderungen widerstrebt. Hier kommt nämlich ein weiterer Faktor ins Spiel, der mir Anlass zu einer dritten und letzten Feststellung in diesem Kapitel gibt. In erster Linie ist es die in den Vereinten Nationen zusammengeschlossene Staatenwelt, die es für praktisch hält, die einmal für souverän erklärten Staaten zu legitimieren und Veränderungen der bestehenden Grenzen als sehr unerwünscht zu betrachten. Dafür spricht das Bedürfnis nach einem Mindestbestand globaler Ordnung. Großmächte, mittlere Staaten und Kleinstaaten bekunden in diesem Punkt eine bemerkenswerte Übereinstimmung. Auch Demokratien und Autokratien insistieren aus unterschiedlichen Motiven darauf, dass die faktisch oder auch nur zum Schein nach dem europäischen Staatsmodell konstituierten Staaten prinzipiell nicht angetastet werden sollen. Bei den Machthabern der Autokratien versteht sich das von selbst. Absolutistische Oligarchien aller Saudi-Arabien oder Katar, Diktatoren aller Art, Oligarchien in demokratischer Verbrämung, Staatsparteien, die Mullahs im Iran, von Drogenkartellen infizierte Staaten und alle von ethnischen Majoritäten oder Minoritäten beherrschten Autokratien wollen an der Kontrolle der eigenen Grenzen, an der Abschirmung ihrer politisch-rechtlichen, rechtlosen Untertanen, die bestenteils, falls piepsen dürfen, festhalten. Auch für die demokratischen Verfassungsstaaten von Europa über die USA und Kanada bis Brasilien, Chile, Japan und Australien und Indien verbindet sich die Eigenstaatlichkeit mit dem Selbstbestimmungsrecht nach außen und der inneren Souveränität einer partizipatorischen Demokratie. Selbst bezüglich zerfallender Staaten wie dem Irak oder Afghanistan oder Syrien oder Libyen wird in der UN die Neigung gering sein, durch Anerkennung von Neustaaten Präzedenzfälle zu schaffen. Das wissen übrigens auch die verfeindeten Bürgerkriegsparteien und so werden sie sich wohl nach längerer anarchistischer Phase widerwillig genötigt sehen, die jeweils eigenen Claims innenpolitisch abzustecken und sich auf eine Vertretung des eigentlich zerfallenen gesamten Staates bei der UN zu einigen. Was ist nun, meine Damen und Herren, wenn Sie mir noch 6 Minuten geben, das Fazit dieses Parforsites durch einige der wohlbekannten Krisenzonen heutiger Schadlichkeit? In Schwarzafrika, dies ist die erste Feststellung, ist der Staatszerfall nicht etwa eine Gefahr, vielmehr längst schon eine Tatsache. In vielen Fällen sind bei der Dekolonisierung nur Scheinstaaten, Fake States improvisiert worden. Diese beanspruchen im Innern rudimentäre Funktionen der Staatlichkeit wahrzunehmen und nach außen ihre Grenzen zu sichern, sind aber nicht oder nur recht unzugänglich dazu in der Lage. Aus Fake States werden Failed States und damit ein vielfach kaum lösbares Dauerproblem für die UN, für Regionalorganisationen, für die funktionierenden Staaten in Afrika selbst, die es ja in größerer Zahl auch gibt, die aber infiziert werden durch den Staatszerfall anderer, aber auch für Europa, Amerika und den fernen Osten. Im Nahen und Mittleren Osten, bis Afghanistan und Pakistan, das ist die zweite Vorstellung, sind verschiedene Staaten, die zuvor unter autoritären Machthabern standen, dennoch staatlich konsolidiert erschienen, in den Anfängen des 21. Jahrhunderts destabilisiert worden.
Wer hätte an den Zerfall Syriens gedacht? Oder den Zerfall des Iraks vor 20 Jahren? Ob und wie Pakistan, Afghanistan, der Irak, Syrien und der Libanon und Libyen als Staaten fortexistieren können, ist eine offene Frage. Der politische Sexappeal von Al-Qaida, der Salafisten, von Hezbollah und anderer fundamentalistischer Gewaltorganisationen ist ungebrochen. Genauso ungebrochen ist aber die Bereitschaft starker Nachbarstaaten, Iran, Saudi-Arabien, Ägypten, Türkei, Israel, in dem Chaos mit höchst divergierenden politischen Interessen herumzurühren. Hätte ich diesen Vortrag vor 10 oder 15 Jahren zu halten gehabt, wäre ich bezüglich der Möglichkeit einer Verschmelzung des europäischen Staatsmodells mit den muslimischen Staaten am südlichen Mittelmeer Rand und im Nahen und Mittleren Osten etwas optimistischer gewesen als heute. Eine Konsolidierung von neuen Staaten, die zuvor lange Zeit ungefestigt waren, das ist Nummer 3 meiner Punktation, hat sich bisher nur in der Staatenwelt des Balkan vollzogen. Die Konsolidierung hat, wie bereits erwähnt, das ganze lange und sehr grausame 20. Jahrhundert in Anspruch genommen. Auch heute noch sind zwei der Brandherde, Bosnien-Herzegowina und das Kosovo, nur dank militärischer und administrativer Präsenz der Europäischen Union unter Kontrolle gebracht worden. Lebensfähig und zur Überwindung ihrer ethnischen Zersplitterung fähig sind diese modernen Mandatsregionen aber nicht. Dennoch muss man sagen, beim Blick auf die Erfolge auf dem Balkan wird auch eines deutlich. In ethnisch und religiös zerrissenen Neustaaten, wo noch kein von allen Ethnien und Religionsgruppen durchgehend akzeptiertes Nationalbewusstsein bestand und wo strittige Territorialfragen immer wieder aufflammen können, hat das europäische Staatsmodell dennoch Wurzel geschlagen, weil sich Teile der politischen, administrativen, religiösen und militärischen Eliten viel stärker als in außereuropäischen Regionen mit kultureller Gemeinsamkeit und mit den Traditionen Europas identifiziert ist. Teilweise eine Frage der Ausbildung, der Erziehung, des historischen Bewusstseins. Bezüglich des Staatsverständnisses hat die kulturelle Ausstrahlung Europas seit der Epoche Atatürkis übrigens auch die Türkei erfasst. Die dauerhaft bleibt abzuwarten. Überhaupt nicht diskutiert habe ich und lasse das auch offen. Punkt 4, weshalb sich das europäische Staatsmodell in kulturell so fremden Großstaaten wie Japan, Korea oder China durchgesetzt hat. Im Fall Japans und Chinas spielt wohl der Umstand eine Rolle, dass sie die dominierenden Han-Chinesen und die Japaner immer als Staatsnation geführt haben, die Chinesen vielleicht so als Zivilisationsnation und über die Jahrhunderte hinweg eine starke Nationalkultur entwickelt haben. Man muss natürlich sagen, so im Falle Japans wie Chinas, Pech für die ethnischen Minderheiten, doch, das schiebe ich nur als Obiterdiktum nach. Lässt man den Blick über den Globus schweifen, so ist fünftens, mein zweitletzter Punkt, zu konstatieren, dass die moderne Staatlichkeit bei den Gesellschaften aus dem britischen Kulturkreis am besten aufgehoben ist. Neben den USA sind Kanada, Australien, Neuseeland und so viele andere hinzu, vielleicht auf Dauer auch Indien, beispielsweise. Es ist aber auch bemerkenswert, dass die Länder aus dem spanischen oder lusitanischen Kulturkreis gegen den Staatsverfall doch auch ein bemerkenswertes Maß an Resistenz zeigen. Gewiss, die internationale Drogenmafia schafft Probleme. Nicht jeder Staat in Lateinamerika ist hier in der Lage, die Gesamtheit seines Staatsgebietes zu kontrollieren und ein Minimum an Sicherheit
und Rechtsstaatlichkeit zu gewährleisten. Wer vor dem Fernseher sitzt, weiß, was in Mexiko zur Zeit und schon lange wieder abgeht. Doch ein Vergleich mit dem Nahen und dem Mittleren Osten oder gar mit der Staatenwelt in Afrika südlich der Sahara ist die Staatlichkeit in Lateinamerika ganz erstaunlich funktionsfähig. Bei gerechter Würdigung der Entwicklung einerseits in Europa, andererseits in Nordamerika, in Lateinamerika, wäre es vielleicht sogar gerechter. Man würde nicht vom europäischen Staatsmodell, sondern von einem großen atlantischen Staatsmodell sprechen, denn dieses hat sich ja doch in Nordamerika, aber auch in großen Teilen Lateinamerikas durchgesetzt. Schließlich Punkt 6. Beim Blick auf bestimmte Regionen der Staatlichkeit, wie wir ihn heute Abend getan haben, darf also nicht übersehen werden, dass die Amalgamierung, Schmelzung des europäischen Staatsmodells mit außereuropäischen Kulturen vielerorts ganz gut gelungen ist und Anlass zu einem gedämpften Optimismus gibt. Zu mehr als gedämpftem Optimismus kann ein Blick auf die internationalen Beziehungen ohnehin nicht führen. Dazu haben auch die Vereinten Nationen sowie deren regionalen Unterorganisationen beigetragen. In Übersee sind es nicht zuletzt Regionalorganisationen wie Mercosur, die African Union, ASEAN, die den Freihandel begünstigen, aber auch die Friedenssicherung erleichtern. Dennoch, meine Damen und Herren, trotz aller Bemühungen um Konsolidierung des Staates wird der Staatszerfall in wichtigen Staaten und in weiten Regionen künftig ein Zentralproblem der internationalen Ordnung sein und bleiben. Die damit verbundenen Gefahren kriegerischer Konflikte mit humanitären Katastrophen, mit der Ingangsetzung unsteuerbarer Flüchtlingsströme, mit gravierender Schädigung der Weltwirtschaft, mit dem Aufwuchs von Terrororganisationen sind groß. Wie ihnen begegnet werden kann und ob aus dem Staatszerfall, der bisher nur vergleichsweise ferne Länder erfasst hat, eine der ganz großen Herausforderungen europäischer und atlantischer Politik werden wird, ist noch unklar, steht zu befürchten. Wie dem Staatszerfall begegnet werden kann, ist ungewiss und bekanntlich heftig umstritten. Siebter und letzter Punkt. Ich danke Ihnen, meine Damen und Herren, dass ich Ihnen heute Abend zu einem sehr wichtigen, nicht ganz einfachen, aber des Nachdenkens werden Thema der internationalen Beziehungen vortragen durfte und stehe sehr gern für eine Diskussion zur Verfügung. Schülerinnen und Schüler müssen jetzt uns verlassen. Und dennoch darf ich sagen, ganz herzlichen Dank an Peter Schwarz für diese gewichtigen, zum Nachdenken in der Tat anregenden Ausführungen. Das waren jetzt nicht über 1000 Seiten, das waren 20 Seiten, aber die 20 Seiten hatten es in sich. Das war sehr gehaltvoll und nicht steht der Menschheit weniger bevor als ein Absterben des Staates. Ich darf nochmal das Zitat Wilhelm Hennis, Sohn Hildesheims, eines der streitbarsten und geistvollsten Politikwissenschaftler des 20. Jahrhunderts zitieren. Gedämpfter Optimismus führten sie am Ende aus. Ich darf nochmal kurz rekapitulieren und dann in die Diskussion einzusteigen. Wir haben hier einen gewaltigen Bogen präsentiert bekommen, ein Aufriss zur Entstehung des europäischen Staatenkonzepts mit den Kategorien, die sich herausgebildet haben, wie ein Territorium, Grenzen, Verfassung, Integrität, auch das Definitionsmonopol, das Staaten sich dann herausgenommen haben, auch die Kriegsführungsfähigkeit. Und wir haben in einem zweiten Abschnitt sehr schön gelernt, durch diese Ausführung von Hans-Peter Schwarz im Leibnizschen Sinne, er ist keine Monade mehr, kein Container. Wir haben die verschiedensten Elemente präsentiert bekommen, die
eine Analyse dieses Zerfallsprozesses aufgezeigt haben, eine ganze Reihe von Faktoren, die es sicher nicht einfach macht zu gewichten. Wir haben eine Synthese präsentiert bekommen, die zeigt, wie wichtig es ist, dass Historiker auch zu diesen Fragen Stellung nehmen, mit der Erkenntnis, nicht so viel Neues unter der Sonne. Déjà-vu war ein Wort, das auch hier gefallen ist. Staatenbildung brauchen Zeit. Und das sagt ein Historiker, ein Politikwissenschaftler und Zeithistoriker mit eben der Kenntnis des langen Atems der Geschichte. Und auch bemerkenswert, Demokratie, demokratische Verfasstheit ist nicht automatisch ein unbedingt zwingender Bestandteil von Staatenbildungen, Staatenstabilität etc. Blut und Eisen, offensichtlich gar keine so große Seltenheit. Wir müssen nur an die nationalen Mythen denken, die am Anfang oft von Staaten stehen. Revolutionen, die in der Regel blutig sind, wie so Geburten, wo es auch quietscht, schreit und blutet. Und schließlich am Ende die Unantastbarkeit der Staaten, Fragezeichen, mit auch noch weiten Ausblicken, im Grunde globale Einsichten, Ausblicke. Ganz herzlichen Dank, Hans-Peter Schwarz, für dieses faszinierende Panorama, was Sie uns dargeboten haben mit dem historischen Hintergrund und dem Ausblick auch auf die Gegenwart und mit den fraglichen Dingen, wie sich das weiterentwickelt. Europagespräche heißen Europagespräche, deswegen darf ich Sie bitten, zu uns wieder hervorzutreten, zu mir zu kommen. Wir eröffnen jetzt die Diskussion. Fragen, die sich stellen an unseren Referenten. Ich denke, der Vortrag hat dazu eine Fülle von Aspekten geboten und ich stehe Ihnen nun mit Hans-Peter Schwarz selbstverständlich in der Moderation durch meine Person, durch diese Kapazität zur Verfügung. Ich sehe schon eine Frage von einem Studenten. Bitte schön. Laut und deutlich, bitte für alle. Naja gut, ich weiß nicht, ob das eine Frage oder eher eine Bitte ist. Könnten Sie sich eventuell noch zum Referendum über die, also gescheiterten Referendum oder abgelehnten Referendum über die Unabhängigkeit Schottlands äußern? Also eine Frage, die sich auf die Frage Schottland, Vereinigtes Königreich bezieht. Sind weitere Fragen noch im Raum, die wir sammeln wollen und können? Bitte schön. Ich habe eine Frage zu Interventionen. Sie haben dargestellt, dass Interventionen historisch oft das Ziel nicht erfüllen, was sie wollen, was sie sollen. Ich frage mich, sehen Sie doch eine Notwendigkeit zu Interventionen auf der UN-Ebene, aber bei Staaten, die so offensichtlich fehlgeleitet sind, dass es der, ich sag mal, dass es der Menschenwürde geschuldet ist, zumindest ein Ende des existierenden Status quo in diesen Staaten herbeizuführen, wenn auch eine Intervention wahrscheinlich nicht schöpfend Staatlichkeit herstellen kann? Die Frage der humanitären Intervention, der Berechtigung, Status quo-Veränderungen in Staaten herbeizuführen, wenn dort unerträgliche Menschenrechtsverletzungen als Beispiel bestehen. Bitte schön. Frage des Umgangs mit ethnischen und religiösen Minderheiten. Die in Europa teilweise hochgelobt ist, teilweise auch weniger, wäre da ein Modell zu entwickeln, das dem Staatszerfall Einhalt gebieten könnte oder ist die Situation hoffnungslos? Drei Fragen, vielleicht müssen wir das als erste Fragerunde mal so stehen lassen. Bitte. Schottland, das ist ein interessantes Beispiel. Die schottische Unabhängigkeitsbewegung ist ja relativ neu. Die ist so in den 60ern, frühen 70er Jahren, hat sie erst ihren Anfang genommen, hat sich dann verstärkt und wird sicher weitergehen. Für mich das Interessante, in dem Augenblick, wo sich eine Reihe von Intellektuellen, organisationsbegabten Politikern finden, die das thematisieren, ist es möglich, selbst nach mehr als 200, 250 Jahren gemeinsamer Staatlichkeit das wieder zu problematisieren. Bei der Lega Nord in Italien haben sie ein ähnliches Beispiel. Man könnte es, ich will also nicht prognostizieren, was in Deutschland alles aufkommen könnte, aber
offenbaren wichtig ist oder wesentlich bestimmte intellektuelle, organisationsfähige Politiker, die dann das voranbringen. Zweiter Punkt, fehlgeleitete Intervention. Lassen Sie mich also kurz, fast flapsig nur antworten. Wenn Sie einen Krieg beginnen, wissen Sie nicht, was daraus wird. Wenn eine Revolution beginnt, wissen Sie auch nicht, was daraus wird. Insofern tut die Staatengesellschaft gut, sich mit Eingriffen in die inneren Entwicklungen von Drittstaaten möglichst zurückzuhalten. Denken Sie daran, mit welchem Enthusiasmus teilweise in Frankreich oder England das Vorgehen von gegen Gaddafi begründet worden ist, auch in Italien. Wie sieht Libyen heute aus? Ist es besser geworden? Ist es schlechter geworden? Werden die Menschenrechte besser geachtet als zu Zeiten von Gaddafis? Ich brauche nicht auf das Thema Irak einzugehen. Vieles spricht wirklich dafür, sich nach Möglichkeit zurückzuhalten. Nun haben Sie selber ja darauf hingewiesen, dass eine Mehrheit der Völkerrechtler der Meinung ist, eventuell Interventionen, aber nur nach einer Ermächtigung durch den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. In dem Augenblick natürlich, das ging in einem Moment, als Russland schwach war, der Aktivismus von Kofi Annan in den 90er Jahren bis zu Beginn des dritten Jahrtausends. Das sind verschiedene solcher Interventionen versucht worden, vor allem von Tony Blair, der sie wie so ein Gladstone des späten 20. Jahrhunderts führte. Wenn ich mir diese Staaten heute ansehe, wo er interveniert hat, wie dauerhaft ist das wirklich stabilisiert worden, nicht sehr. Ihre Frage? Die Frage der, was ist das? Das ist im Grunde auch schon damit. Ja, also ich meine, ich versuche den Eindruck zu sagen, also die Völkerrechtler sagen, im Prinzip notfalls schwere Menschenrechtsverletzungen und. Natürlich schon wieder eine Frage, was ist eine schwere, unerträgliche Menschenrechtsverletzung? Ist der Staat nicht so groß, dass man überhaupt nicht angreifen kann? Das ist ja ein Problem, ja. Kein Wunder, dass die Interventionen viel bei Kleinstaaten erfolgen, wenn Sie mal so von dem Beispiel Irak absehen, wo die Amerikaner ja offenbar nicht unbedingt vom Heiligen Geist geführt wurden. Bitte, nach meinem Eindruck haben Sie uns ja wenig Hoffnung machen können, dass das staatliche Ordnungssystem noch von unendlicher Dauer sein wird. Herr Kissinger hat gefordert, die Welt brauchte ein neues Ordnungssystem. Wie könnte denn ein solches neues Ordnungssystem aussehen? Ist das noch reine Spekulation? Ich könnte mir gut vorstellen, dass Sie sich längst darüber Gedanken gemacht haben. Die nächste Frage bitte. Ja, das passt vielleicht dazu, Amerika. Amerika stellt sich aus meiner Sicht da als Ordnungssystem, welches die Welt beherrschen will. Sie greifen da einfach ein, wo sie es für nötig halten, sei es in Arabien, im Chinesischen Meer. Sie nehmen nirgendwo Rücksicht, marschieren einfach ein und sagen, jetzt sind wir da und wir werden das regeln. Nur die Vergangenheit hat ja gezeigt, dass sie eigentlich nur immer ein Trümmerfeld hinterlassen haben, da wo sie einmarschiert sind. Ist also Amerika vielleicht der Treiber einer solchen Entwicklung? Darf ich da nochmal direkt anschließen? Auge.
Die USA haben ja teilweise die Interventionen begründet mit dem Argument des Nation Buildings. Also offensichtlich war den Führungskräften schon bewusst, wenn sie dort eingreifen, sie müssen dort schauen, stabile Verhältnisse zu schaffen und eben auch zur Nationsbildung. Und haben sie ja zu Recht gesagt, das ist gar nicht ihr Thema heute, dass sie den Aspekt der europäischen Staatenbildung und speziell die Europäische Union ausklammern. Ist eigentlich die Europäische Union, ich darf mir doch die Frage gestatten, im Rahmen der Europagespräche nicht ein wunderbares Beispiel dafür, wie sie auch mit zur Konsolidierung von Staaten beigetragen hat? Ich will jetzt nicht so weit gehen und die EU schon als Imperium bezeichnen, aber in einem Fragezeichen kann man das vielleicht versehen. Sind nicht Imperien, Großräume auch eine Option, dass Staaten hier Unterschlupf finden können, sich konsolidieren können, sich stabilisieren können und die EU als ein, wenn man das Südosteuropa sieht, Westbalkan, da werden ja Angebote gemacht zur Stabilisierung und zur Schaffung von stabileren Verhältnissen als einen Rahmen, auch ein Konsolidierungsbeitrag, ein Konsolidierungsfaktor zur Verhinderung des Zerfalls von Staaten. Also ein gelungenes Beispiel von dem Spiel, das würde übrigens Al Milward voll entsprechen, der gesagt hat, the European Rescue of the Nation State, das ist eigentlich die europäische Integration, die ist ein Beitrag zur Konsolidierung und zur Rekonstruktion der Nationalstaaten. Ein Student hat sich noch gemeldet, den der Antwort zu nehmen. Also ich habe mir die Frage gestellt, ob jetzt, wenn wir den Imperialismus ausklammern, nicht auch Krisen, Konflikte, eventuell sogar Gewaltdruck, sogar die Entwicklung von Staaten begünstigen können. Ich meine, wenn wir die haben den Imperialismus als Hälfte, ja, als sag ich mal, Hilfsmittel des Landes, um quasi auch die Staaten in ihrer Entwicklung voranzutreiben, funktioniert eine Staatenbildung nicht wirklich auf dem Prinzip, dass vorher eine Krise oder ein Konflikt vorliegt? Also Staaten als Ergebnisse von Krisen. Und dann wollte ich ganz gerne noch was zu tun. Haben zum Beispiel auch erwähnt, es gab zum Beispiel vier Ebenen in der BRD, wo es zu Konflikten gekommen ist. Und es kam auch immer wieder zu Konflikten unter den Bürgern. Ich glaube, dass der Imperialismus eventuell auch dafür sorgen kann, dass dieser Konflikt, diese Gespaltenheit zwischen dem wirklich eigenen Land und einem Land, was quasi versucht zu helfen, immer bestehen bleibt und quasi da so Steine in den Weg legen kann. Okay. Nächste Runde. Wir haben jetzt schon eine ganze Reihe von Fragen wieder. Bitte. Ja, die erste Frage, ja, ich sei sehr wenig Hoffnungs, habe keine sehr hoffnungsfreudige Botschaft verkündet. Es ist nicht die Aufgabe der politischen Wissenschaftler, hoffnungsfreudige Botschaften zu verkünden. Es sind keine Politiker, ja, sondern die haben die Wirklichkeit erst einmal zu analysieren, wie sie ist. Wenn man die Frage stellt nach einem neuen Ordnungssystem, dann würde ich sagen, für Minderheiten Rechte, man studiere einmal die Entstehung des Status in Südtirol. Wie also in einer kritischen Gemengelage, die über Jahrzehnte hinweg dauert, Professor Gehler weiß hundertmal mehr darüber als ich, doch ein gedeihliches Zusammenleben ermöglicht worden ist. Man führe also diejenigen, die Probleme haben, das geschieht teilweise, vor solche praktisch funktionierenden Beispiele. Ich würde auch sagen, die Politik der EU bei der Erweiterung mit ihren strikten Forderungen nach Minderheitenschutz, sowohl in den besonders kritische baltischen Staaten, mit großen Anteilen russisch sprechenden Minoritäten, wie gegenüber Ungarn und der Slowakei und Rumänien. Das sind nützliche Beiträge für eine gewisse Ordnung, denen natürlich immer zugrunde liegt, abendländisches Rechtsdenken, eine gewisse wirtschaftliche Sicherheit, ich meine, mit einer absolut desaströsen Wirtschaft
ist kaum zu erwarten, dass sie nun bestimmte Politiker, die die Minderheit aufhetzen wollen, davon abhalten können, Erfolg zu haben. Also hier würde ich sagen, einiges zu tun. Ob es Kissinger, ich habe sein neues Buch noch nicht gelesen, also eine neue Ordnung kann man ja fordern, ja. Aber wenn ich mir ansehe, die Bemühungen der Vereinten Nationen, nun den Sicherheitsrat zu reformieren. Die Frösche sollen also bei der Austrocknung von Sümpfen helfen. Ja, funktioniert das schlecht. Ja. Also Neuordnungen ergeben sich in der Regel erst nach großen Katastrophen. Ja. Und ob die dann geschickt geschaltet werden, weiß man nicht. Rolle der Vereinigten Staaten. Ich meine, Sie alle wissen, dass im Grunde zwei Impulse immer bei der amerikanischen Außenpolitik eine Rolle gespielt haben. Das eine, nationalstaatlicher Egoismus, Realismus, so haben sich die Vereinigten Staaten über den ganzen Kontinent hinweg ausgebreitet, bis weit in den Pazifik hinein. Und das verbunden mit der Tendenz, realistische Außenpolitik moralisierend zu überhöhen. Das erste Ausgreifen der USA erfolgte unter Jefferson zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Ein Mann, der eher für eine moralisierende Außenpolitik sich einsetzte, was sie dann nicht davon abgehalten hat. Louisiana und Florida und, also alles nun in die Vereinigten Staaten zu führen. Dieses Ausgreifen erfolgte im Mittelmeer. Und zwar, weil dabei von Tunis war es, glaube ich, amerikanische Handelsschiffe belästigt. Und hat die Briten während des Napoleonischen Kriege anderswo beschäftigt waren, haben die Amerikaner eine Flottille entsandt mit der Begründung, wir müssen uns gegen ferne Monster verteidigen. Und zwar nicht nur eine Aufgabe der amerikanischen Staatsräson, den amerikanischen Handel zu unterstützen, sondern eine menschheitliche Aufgabe. Wir können das Ganze weiter durchdeklinieren. Wilson, wo immer wieder dieses Nebeneinander von Realpolitik und moralisierender, idealistischer Politik zusammenging. Die USA haben über lange Jahre und Jahrzehnte hinweg ein hervorragendes Geschick darin besessen, die idealistische Überhöhung von Realpolitik oder die realistische, pragmatische Gestaltung von idealistischer Politik gut international zu verkaufen. In den letzten Jahrzehnten hat das, wie Sie wissen, schlecht funktioniert. Weil natürlich Verschiedenes hinzugekommen ist. Wir haben immer vom 20. Jahrhundert als dem Jahrhundert der Kernwaffen gesprochen. Möglicherweise werden Historiker des 22. Jahrhunderts sagen, das eigentliche Kernwaffenzeitalter ist erst im 21. Jahrhundert eingetreten, als 15 oder 20 Staaten Kernwaffen produziert haben und dass also bei 15 oder 20 Kernwaffenstaaten einer oder zwei aus dem Ruder läuft, das ist ein historischer Fall. Und insofern wird man es akzeptieren müssen, dass die Bemühungen der USA nach dem Kalten Kriege vor allem eine
Anti-Proliferationspolitik zu betreiben, von großer Bedeutung war. Ob es im Fall des Iran funktioniert, Nordkorea hat es nicht funktioniert, wobei die Nordkoreaner natürlich bei der Entwicklung ihrer Kernwaffen nicht daran denken, nun die USA zu bedrohen. Ihr Problem ist China, angesichts also nun der bekannten Aggressivität von Saddam Hussein ist bei einem breiten amerikanischen Publikum erst einmal ein populäres Projekt war ein für alle Mal mit dieser bedrohlichen Kernwaffenmacht nun aufzuräumen. Wie weit der amerikanische Präsident, der Verteidigungsminister tatsächlich bona fide oder schlechte Überlegungen handelten, das ist, wie Sie wissen, strittig. Jedenfalls ist es eine Tatsache, dass die vielen Interventionen, die unter Clinton im großen Teilen Ende des 20. Jahrhunderts stattfanden, dass man die hingenommen hat. Haiti, ja, entmachten eine Regierung, die nun Unterdrückung ausübt. Noriega in Panama, Drogenkönig, die Drogen verderben also nun die amerikanische Bürgerschaft weg mit ihm. Sie haben eine ganze Reihe von Interventionen, die mehr oder weniger unverbellt erfolgt sind. Manchmal haben sich die USA eine Mehrheit auch im Sicherheitsrat zu verschaffen, andere Male nicht. Auch so Somalia war ein solcher Fall. Aber der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht. Und das war der Fall bei dem Irak. Wenn Sie an den Angriff auf Afghanistan, wenn Sie sich daran erinnern, Runde. Große Akzeptanz, auch in der deutschen, auch in der kritischen französischen Öffentlichkeit, denn es war wirklich ein starkes Stück, was sich Al-Qaida nun geleistet hat mit dem Angriff auf New York. Irak, das war zu viel und heute erleben die USA, dass das eben Konsequenzen im internationalen Ansehen hat. Und das ist einer der Gründe, weshalb sich zurückhalten, nur einen hinzufügen muss. Die Weltstaatengesellschaft hat ja bisher sehr profitiert vom amerikanischen Imperium. Die Deutschen konnten es sich leisten, ihre Verteidigungsausgaben von um die 4 auf unter 2% herunterzufahren, immer in der Überlegung, wenn es Probleme gibt mit der Ölzufuhr, da verlassen wir uns auf die amerikanischen Fallschirmjäger und auf die CIA. Wenn es Probleme mit der maritimen Sicherheit gibt, da verlassen wir uns auf die amerikanische Marine. Und das Schöne ist, Sie können sogar denjenigen, der Sie schützt, auch noch kritisieren. Das ist die beste aller Welten. Also man muss sich natürlich schon auch fragen, was passiert, wenn die USA nicht mehr bereit sind, für die internationale Sicherheit zu sorgen. Und das stellt man ja fest. Sie greifen in Syrien nicht ein. Sie sind zu Beginn eingegriffen, vielleicht werden die Dinge anders gelaufen. Sie sind frühzeitig aus dem Irak abgezogen, aus guten Gründen, war nicht mehr zu halten. Nun tauchen also einige
Banden auf, die also Überzeugungen, wie sie also nun ins 5. und 6. nachchristliche Jahrhundert passen, mit der Meisterung von Hightech, jedenfalls was das Internet angeht, miteinander verbinden. Und nun also ist die Verlegenheit groß überall. Die wollen ja gar nicht und versuchen also nun arabische Verbündete und nun einzusetzen. Also es ist eine wunderbare Sache und es gibt viele Gründe dafür, diese Großmacht zu kritisieren. Aber man muss sich auch überlegen, was passiert, wenn sie nicht mehr so funktionieren wie die letzten 20 oder 30 Jahre. Es gibt noch eine letzte Frage, die ein Beispiel für Konsolidierung Westbalkan. Ich meine, was ist das Kosovo-Regime der EU und nun Bosnien-Herzegowina anders als moderne Mandate? Mandate, die aber nicht von einer einzigen Macht im Auftrag des Völkerbunds damals wahrgenommen werden, sondern von einer supranationalen Einheit. Und ich würde sagen, in begrenztem Maße ist das möglich. Was es aber kostet und was passieren würde, wenn die Geldmittel nicht mehr fließen, das wissen wir nicht. Also ich würde sagen, für den Balkan ein gutes Rezept, ja, wie weit das in Schwarzafrika funktionieren könnte oder in Mittelasien und so, dazu möchte ich mich nicht äußern. Nun also die Frage Krisen. Im Grunde haben Sie noch einmal meine These wiederholt, dass neue Staaten immer nur aus Krisen entstehen, dass bei diesen Krisen die Großmächte meist eine Rolle spielen, wo es gut gehen kann und schlecht gehen kann. Es gibt ein interessantes Autorenpaar, schon etwas in die Jahre gekommen, Robinson und Gallagher, zwei Forscher in Oxford, die darauf hingewiesen haben, beim Imperialismus darf man nicht immer nur auf die Metropolen sehen und fragen, was haben die Spitzenpolitiker, was haben die interessierten Wirtschaftskreise und mit der Errichtung von Kolonien oder Mandaten oder Protektoraten, wie immer man das nennt, beabsichtigt. So, man muss auch fragen, wo liegt die Verantwortung der kleinen oder mittelgroßen Länder, die die hereingeholt haben. Ja, beispielsweise bei der Entstehung des Protektorats in Ägypten erkennen. Hier gab es Interessen in Ägypten selber, die hereinholten. Das heißt, Imperialismus, das ist nie eine Einbahn. Straße, sondern man muss immer auch die Machtgruppen in den einzelnen Ländern erkennen, die in einer bestimmten historischen Periode an der Schaffung von Protektoraten Interesse haben, um mit ihren Gegnern fertig zu werden. Es kann ja gut sein, dass nach 3 oder 5 Jahren dieselben Kräfte, die das Imperium geholt haben, in der Opposition stehen und die Betreffenden wieder loswerden wollen. Also das Ganze ist kompliziert, die Rolle des Imperialismus. Im Großen und Ganzen wird man natürlich sagen müssen, ohne den britischen Imperialismus, den französischen, den russischen, den amerikanischen, wäre die Welt eine andere, als sie heute ist. Aber auch das hat eben immer zwei Seiten. Es gibt immer
Völker, die einen hohen Preis für die Errichtung von Imperien nun zahlen müssen. Genauso ist es eine historische Tatsache. Wenn die Imperien dann zerbrechen, dann muss wieder ein hoher Preis gezahlt werden. Aber zugleich entstehen neue Staaten, die von den jeweiligen Nationen als großer Fortschritt und als großer Erfolg gefeiert werden. Menschenrechtlicher, demokratietheoretischer Erfolg gefeiert werden. Also die Beurteilung des Plus und Minus ja in der Weltgeschichte ist sehr schwierig. Sie haben kurz im Zusammenhang mit der Frage bezüglich Minderheiten die Südtirol-Thematik angesprochen. Lassen Sie mich ganz kurz illustrieren, wie kurios das alles ist. Was hat zur Lösung dieses Konflikts beigetragen? Sicher die Vereinten Nationen, weil Österreich Italien vor die Vereinten Nationen gezwungen hat, diesen Fall dort zu klären. Die Vereinten Nationen haben erklärt, das ist ein internationaler Streitfall, setzt euch zusammen, Rom und Wien, und löst das. Und erst, das war 1960, 61, erst 1992 gab es die Streitbeilegungserklärung von den Vereinten Nationen, dass dieser Konflikt nun als gelöst anzusehen sei. Hinzu kam Prosperität im hohen Maße, wirtschaftlicher Wohlstand enorm, der in Südtirol greift, in den 70er Jahren, aber auch gewandt. In den 50er, 60er Jahren Bombenanschläge. Man hat nachgeholfen mit Gewalt. Und jetzt, heute ist der Staat Italien in einer Krise, nicht heute, sondern seit Berlusconi. Und die Südtiroler sind so wohlständig, dass sie ihren eigenen Staat fordern, nämlich den Freistaat Südtirol. Das heißt, als Minderheitenschutz, der gelungen ist, wird am Ende eine neue Freistaatsoption. Das ist das Schwierige an der Geschichte, die schlägt Wurzelbäume und die ist kaum zu kontrollieren. Für uns aber immer wieder spannend. Ich sehe noch zwei Fragen. Eine letzte Runde, Herr Lühr, und Sie waren, glaube ich, noch, die sich das zu Wort gemeldet haben. Bitte. Was, gestatten Sie doch noch mal eine Frage zur aktuellen Politik in Russland, Ukraine, Krim etc. etc. Gestern Abend in der Diskussion bei Lauf kam nachher zum Schluss raus, dass es eigentlich den westeuropäischen Ländern an Figuren fehlt, die entsprechend auch mit Putin verhandeln könnten. Da wurde gesagt, es fehlt an Brandt, es fehlt an De Gaulle. Das wurde zwar nicht Adenauer gesagt, aber es wurde, glaube ich, auch De Gaulle erwähnt. Teilen Sie das auch, dass die westlichen Politiker nicht so dieses geschichtliche Bewusstsein haben, mit Russland wirklich umzugehen? Das ist eine Frage der Historie, das historische Bewusstsein der Akteure, vielleicht auch noch die Ukraine als Frage selbst. Steht die Ukraine auch vor einem Zerfallsprozess innerer oder äußerer? Bitte. Die Sehnsucht nach stabilen Staaten und neuen Ordnung ist ja nicht nur im Saal hier, sondern auch sonst unüberhörbar. Wie groß ist eigentlich die Gefahr, dass wir das gar nicht erleben werden, sondern dass wir uns auf solche krisenhaften Schwebezustände einrichten müssen, wie sie derzeit herrschen, weil wir auf der einen Seite neue Nationalismen haben und auf der anderen Seite aber auch globale Strömungen ökonomischer Art, religiöser Art der Kommunikation, sodass wir es da mit zwei gegenläufigen Kräften zu tun haben, die wirklich das Ganze in der Schwebe halten. Balancezustand dieser Krisenhaftigkeit am Rande des Zerfalls, das lässt mich auch noch eine andere begriffsgeschichtliche Frage stellen. Sie haben ja von Faked und Failed States gesprochen. Es gab ja auch den Begriff des Rogue States, also des Rüpelstaates, der vielleicht auch ein Ergebnis des Failed States sein kann. Das sind ja Begriffe aus der Politik. Failed States, Rogue States. Übernehmen Sie die als Politikwissenschaftler so einfach oder setzen Sie ein Fragezeichen? Wie steht da die Politikwissenschaft zur Begriffsverwendung, zur politischen Rhetorik, Failed State, Rogue State? Ist das für Sie einfach so hinnehmbar oder als Wissenschaftler hinterfragen Sie das? Also ich glaube, die Begriffe Failed State, wie man die wissenschaftlich differenziert begreifen kann, das habe ich also darzulegen versucht. Failed State, das lässt sich im Grunde auch da tun. Da gibt es also bestimmte allgemein anwendbare Kriterien. Kann die Grenze nicht schützen, wird mit seinen Minderheitsproblemen nicht für Bürgerkriege stehen. Das Sozialprodukt sinkt. Der Staat ist offenbar nicht in der Lage, nun also den Minimalbedürfnissen nachzugehen. Also das würde ich schon für richtig halten. Den Begriff Rogue State betrachte ich als einen rein polemischen Begriff, der diesem oder jenem aufgeklebt wird. Ich meine, etwas anderes ist es, wenn Sie einen Staat aggressiv nennen. Auch das lässt sich nun
und der Heranziehung von völkerrechtlichen Kriterien, auch von Völkergewohnheitsrecht und so weiter. Das lässt sich da tun, aber Rogue States, also das ist mir etwas zu grob geschwächt. Nun, die zweite Frage, ich meine, ich bin Ihnen sehr dankbar für die Konkretisierung dieser sehr, sehr allgemeinen Ausführungen, aber wenn Sie über ein globales Problem sprechen, dann müssen Sie eben wohl oder übel auch etwas allgemein sprechen. Denn wenn Sie sich nur auf bestimmte Regionen konzentrieren, dann kriegen Sie das Gesamtbild nicht in den Blick. Aber nun also die Frage, bräuchten wir nicht also den großen Mann oder die große Frau, die nun mit diesen Problemen fertig werden. Also erstmal ist nach der Rolle nun des außenpolitischen Beauftragten oder der außenpolitischen Beauftragten zu sprechen. Ich glaube, hier lässt sich doch schon ganz klar erkennen, dass in den letzten 8 oder 9 Jahren die großen Länder in Europa schwache Figuren in diese Position bringen wollen. Einfach weil sie der Meinung sind, Außenpolitik fällt nach wie vor in unsere Zuständigkeit, kostet nicht allzu viel, nun also einen analytischen europäischen Dienst aufzubauen, ist auch gut, also nun als Arbeitsbeschaffungsmaßnahme und wir leisten ja alle gerne Lippendienst, also nun, dass Europa mit einer Stimme sprechen soll, aber sie hüten sich nun die Regierungschefs der großen, wirklich eine starke Figur da an die Spitze schön. Die andere Frage, wobei also natürlich auch das ganze Paket ja stimmen muss, es ist ja nicht nur außenpolitische Beauftragung, aber alles also bei der letzten Bildung der Europäischen Kommission und des Präsidenten des Europäischen Parlaments erleben können. Die zweite Frage ist natürlich, gibt es überhaupt solche Figuren, die in der Lage sind? Ich meine, wer könnte einem da einfallen? Es kann ja nur ein früherer Regierungschef oder Außenminister sein, der nun also über die 10 Jahre hinweg oder 5 Jahre hinweg gezeigt hat, dass in ihm wirklich etwas steckt. Tony Blair, nachdem er also abserviert worden ist von der eigenen Labour Party, wird er und zudem die Wahl verloren hat auch noch, ja, und dann abserviert worden, würde er sicherlich von der britischen Regierung, von den Konservativen, akzeptiert werden, obwohl es eine Figur ist, die auch noch nicht in der absoluten Grauzone sich befindet. Wenn sonst Sarkozy, ein Mann, der also nun alle 2 Wochen seine Meinung nun ändert, im einen Jahr den Diktator Gaddafi unter einem großartigen Zelt nun empfängt und ihn also auf alle Art und Weise zu besetzen versucht und im nächsten Jahr ihn nun zusammenbomben lässt, würde sich wahrscheinlich auch nicht dazu eignen. Vielleicht der Freund vom lupenreinen Demokraten. Ja, das ist, also Sie sehen, ich meine, das ist ein Problem. Die Leute sind alle, wenn sie nicht mehr Regierungschef sind, innenpolitisch irgendwie umstritten, angeschlagen.
Und wenn sie also nicht mehr von der eigenen Regierung unterstützt werden, dann ist nicht viel zu erwarten. Das heißt, wenn wir mein Dafürhalten, es geht nur kooperativ. Es gibt ja viele Beispiele dafür, ja? Dass man Zweier- oder Dreiergruppen macht. Das brauchen ja nicht unbedingt nur die europäischen Kleinstaaten zu sein. Wenn Sie also auf den europäischen Kalender sehen, im Jahr 2015 wird das Präsidium überhaupt nur von Kleinstaaten gewählt. Malta ist dabei und Lettland ist dabei. Ich meine, da lacht natürlich Putin nur, wenn solche hehren Werten, aber nun also nicht sehr gewichtigen Länder, da ihre Spitzenpolitiker schicken. Also ich glaube, kooperativ, das ist möglich. Selbstverständlich sagt jeder im Ruhestand befindliche Politiker, ich hätte das viel geschickter und diplomatischer und vorausschauender gemacht. Ob es wirklich getan hätte, man weiß es nicht. Also ich bin auch gar nicht so negativ, ja, was die Qualität der Führungspersonen angeht. Aber das sind Probleme, die äußerst schwer zu anzupacken sind. Ich meine, was man sicher sagen kann, die EU-Administration unter Frau Ashton und also all das, was drumherum ist, haben eine nicht sehr geschickte Ukraine-Politik betrieben, um das einmal sehr vorsichtig zu formulieren. Ja. Also es hat mein Vertrauen in diese neuen außenpolitischen Maschinerie nicht eben gestärkt, ja, was sich sowohl die Kommission wie auch das Europäische Parlament da geleistet hat. Insofern kann man eigentlich nur drauf kommen. Wir haben einen fähigen Mann in Herrn Tusk, der nun Subtilität besitzt, aber wenn ich mich in die Situation von Herrn Putin versetze, wenn da ausgerechnet nun ein Pole kommt und nun die wohlmeinenden Positionen der Europäischen Union mir zu verkaufen, versucht, auch ein Problem. Ja. Also ich glaube, man darf es nicht auf die Persönlichkeiten schieben, die besser oder schlechter, klüger oder weniger klug sind, sondern es geht tatsächlich um Strukturprobleme, um Sachprobleme, die im Fall der Ukraine nur von der gemeinsamen, im Zusammenwirken der jeweiligen nationalen Regierungen gelöst werden können. Die EU, das ist nützlich, die dabei zu haben, weil so viel Geld da abfließen, was teilweise über die EU-Kassen laufen kann. Aber jetzt zeigt sich natürlich doch, dass also Regierungen von großen Ländern allein respektiert werden von Russland und nicht Technokratien und Bürokratien, wo niemand richtig weiß, wer steht eigentlich für sein. Meine Damen und Herren, Europagespräche gehen weiter. Wir haben am 1. Dezember Christoph Cornelissen hier zu Gast von der Johann Wolfgang von Goethe-Universität Frankfurt am Main zum Thema Deutschland und Italien, verschiedene Diktaturerfahrungen und ihr Umgang. Diesen Abend werde ich aber nicht damit beschließen, sondern mit einem ausdrücklichen Dank an Hans-Peter Schwarz für diese Präsentation, für diesen Vortrag und für die anschließende Diskussion. Und gerade eben, das können Sie noch nicht haben, vor zwei Wochen erschien von der Befreiung zur Freiheit ein Bildband. Passt zum Thema, ein Staat, der neu entsteht, Österreich. Den hat es ja vorher nicht gegeben, jedenfalls zwischen 38 und 45 nicht. Dann ist es auch die Besatzungspolitikzeit und drittens sind auch Bilder von Konrad Adenauer drin und von der bundesdeutschen Nachkriegspolitik. Von Erich Lessing, Jahrgang 1923, lebt noch in Wien, der in den 40er und 50er Jahren einer der
ja doch mit weltberühmtesten Fotografen war. Nicht nur in Österreich, sondern auch Gipfelkonferenzdiplomatie in Genf, Khrushchev, Bulgarien etc. Dankeschön für den Vortrag heute Abend, dieses kleine Präsent für Sie zum Mitbringen nach München. Vielen Dankeschön. Dank, ich darf aber doch sagen, Texte von Michael Gehler. Jawohl, das ist